Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Case Clicker und zu einer Trading-Folge. Und ich muss mal ein bisschen meckern. Guckt euch mal an, wie viel Pending offen sind. Ich investiere stundenlang Zeit, um die Trades zu bearbeiten, jeden einzelnen. Und es so viele Leute nehmen ihre Trades hier nicht an. Seit dem Update kann man vielleicht auch gar nicht mehr annehmen, weil sich die Preise geändert haben und so weiter. Aber das ist auch trotzdem legitim. Sehr viele Leute, die einfach keinen Bock haben drauf. Die wichsen hier einen Trade rein bei mir, denken, hoffen drauf, dass ich den Haul gebe und dann verpissen die sich wieder. Und die Leute, die wirklich einen Trade von mir haben wollen, gehen in diese ganzen Masse unter und das finde ich scheiße. Und die Liste haben alle angenommen. Also im Prinzip ist die Liste der Leute, die annehmen, weniger als die, die ihre Trades einfach liegen lassen. Und das ärgert mich halt. Man investiert echt viel Zeit darin, diese Trades zu bearbeiten. Ich könnte da darin andere Videos produzieren. Auf jeden Fall sehe ich, dass einige Leute fetten Gewinn gemacht haben. Dadurch, dass das Bionet Fade jetzt so günstig geworden ist durch das Update. Kann man machen, ne? Ich habe ja auch ein bisschen... Aber im Prinzip ist es mir auch egal. Ich gebe ja hier meine Items weg und nicht eben eure. Aber wie auch immer, wir gehen über zu den neuen Trades. Und zwar Biogamer, ne, Big Gamer sogar. Mit einem Big Trade, der überhaupt nichts hat. Fern Spirit hat für 1000 Dollar, wie man das reingelegt. Und mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, oh, ich habe so viele teure Stickers. Genau wie schon wie beim letzten Mal will ich jetzt so viele wie möglich bearbeiten. Deswegen gehen wir in Turbo-Modus über. Ich zeige euch im Zeitraffer einfach alle Trades, damit wir so viele wie möglich schaffen. Mit epischer Musik und Effekten. Eigentlich keine Effekten. Doch, ich packe ein paar Flammen rein. Flames und vielleicht Explosion zwischendurch. Einfach damit es ein geiler Trading-Video wird und nicht so leeren Scheiß wie hier. Wann fange ich an? Ich weiß es nicht so recht. Vielleicht ein paar Minuten, vielleicht ein paar Sekunden. Keiner weiß es so genau. Wir machen noch den Red Apple. Der hat mir für 5000 Dollar Trade gemacht. Ich mache einen 5000 Dollar Trade zurück und wir beide sind happy und gehen über. So, aber jetzt Zeitraffer, go! Zwischendurch machen wir auch noch mal eine Break und zwar, damit da nicht die ganze Zeit nur Slow Motion läuft. Ne, ich will ja auch ab und zu, ich muss noch mein Bullshit auf die Welt loswerden. Und ich muss ja auch erzählen, was für teure Knives ich und Items reinlege. Guck mal, drei Items, die über 1000 Dollar wert sind. Holy shit. Ich hoffe, dir gefällt's. Und er hat mir eine Souvenir Dragon Lord zurückgegeben. Von daher können wir im nächsten Trade an die anderen Leute verschenken. Auch Sunraiser für 700 Dollar hat mir was gegeben. Ich gebe dir auch. Gibst du auch? Gebe ich auch. Gibst du auf? Ich... Gib nicht auf. Dann machen wir doch lieber wieder das Zeitraffer, damit es ein bisschen flotter geht. Cloudmaster gewinnt ein Bionet Knight. Ist das nicht super? Der hat 2000, genau 2000, das passt perfekt. Deswegen, ich hoffe, dir gefällt's. Und ich hoffe, du nimmst ihn auch an, nicht wie die anderen 20.000. Happy Sphinx will was für 500 Dollar haben. Da finden wir doch bestimmt irgendwas für 500 Dollar, ne? 500 Dollar hier, zack und, machen wir zack und, kaum fange ich an zu reden, wird's wieder langsamer. 45.000 Dollar Trade vom Warm Settler, super Ding, gleich gecancelt. Ich habe nichts gegen diese Trades, ich habe nur was dagegen, dass ich die nie machen kann. Wir machen mal ein paar teure Trades. Ja, für 180. Sehr teuer. Nein, ich wollte ein paar meine letzten oberen Items weggeben. Das sind noch die, die über 1000 Dollar wert sind. Dafür brauche ich aber ein paar 1000 Dollar Trades. Die aber bestimmt finde ich. Ich habe hier so viele Trades. Ich finde hier alles, was ich brauche. Alles, was ich haben will. Außer ein 36.000 Dollar Trade. Zum Beispiel Lucky Spirit 745. Ne, du kriegst, was machen wir? Eine Haul für 1500. Auch Colman hat 1000 Dollar Trade. Auch du kriegst eine Haul für 1500. Oh, bin ich spendabel. Ich hoffe, hast du Pech, Kollege. Du hast echt Pech. Leider knapp unterm Limit. Deswegen müssen wir etwas weiter runter scrollen. Haben wir hier noch Haul? Eine Haul? Egal, kriegst eine Dragon Lore. Ne, eine Haul hättest du vielleicht haben können, aber du kriegst leider nur eine Dragon Lore. Leider. Ist ja auch schon mal was. Old Grass, der alte Grasen, Grasen. Kriegt eine Crimson Web M9 Bayonet. Oh, ich habe fast alle meine 1000 Dollar Knives und Items weggegeben. Silver Terror, der gibt mir einen zurück. Von daher können wir... Wir geben ihm mal die Dragon Lore. Ich hoffe, dir gefällt die. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Okay, wir haben fast alles weg. Lost Grass. Was haben wir heute mit dem Gras? Irgendwie habe ich Gefühl, jede Folge irgendwas neues Thema. Letztes Mal hatten wir irgendwelche Happy Kings, glaube ich. Diesmal haben wir Grasleute.
Sonst haben wir immer irgendwelche Punktleute mit Dots und so weiter, aber egal, ja, ja. Lost Settler, ja, ja, Super Trade, cancel das. Guck mal, wie lange ich schon warten muss, damit das cancelt, ne, das macht Spaß. Tayaten, das müde Hühnchen, das gefällt mir. Krieg 2 Sato Knives und der nächste Trade. Ich will, oh Gott, Pink Settler, wir hatten Lost Settler, jetzt haben wir einen pinken Settler. Ja, wie gesagt, es gibt so Themen, die wiederholen sich in den Videos, beziehungsweise es kommen immer wieder so ein paar Typen. Komm schon, oh ja, ein 2000 Dollar Trade. Ja, du kriegst die Dragon Lord, die Souvenir. Viel Spaß damit. Wir haben nur noch ein paar wenige Items, die über 2000 Dollar, beziehungsweise über 1000 Dollar wert sind. Danach kommen nur meine Sticker. Und deswegen gibt es noch ein paar glückliche. Happy Sword will er einfach nur für 200 was haben. Greenbow hat für 3000 was. Kriegst sogar doppelt was. Guck mal, du kriegst da was und da was. Gleich 2 fette Knives. Und da haben wir es auch schon. Ein Typ mit 3000 kriegt gleich 2 gute Items und das war mein letztes Item, was teurer ist als ein Sticker. Seit dem neuesten Update wohl bemerkt, ne? Vorher hatte ich deutlich mehr, aber jetzt seit dem neuesten Update sind auch Sticker die geilen Scheiße geworden. Wisst ihr ja, ihr habt ja natürlich alle Videos über meine Updates gesehen. Natürlich. Nein. Was? Ein paar, viele haben es gemacht. Viele wahrscheinlich aber auch nicht. Silent Julie, der schenkt mir seine Dragon Lore, ich schenke ihm 2 Fire Serpents. Jetzt kriegen wir die 1000 Dollar der Sache noch raus und dann ist alles, da sind alle happy. Dann schreiben alle in die Kommentare, Stan, ich bin happy, weil du mir ein Item geschenkt hast. Oder die meisten werden wahrscheinlich auch schreiben, du hast mich nicht drangenommen, weil die irgendwo hier in der Liste versteckt sind zwischen den ganzen Leuten, die meine Videos nicht mal gucken wahrscheinlich. Ich meckere in letzter Zeit viel darüber, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass ich so viele Pending habe, obwohl ich so viel Trade habe und nur so wenige annehmen. Ja, so wenig waren es nicht, es waren schon einige, aber im Vergleich zu den Pendings war das weniger. Und das letzte 1000 Dollar Knife. Holy shit, guckt euch das an. Jetzt sind nur noch Sticker da oben bei mir. Irgendwann kommen dann die nächsten für 800, die meine Fates. Auf jeden Fall, ich räume mein Inventory hier gut weg. Ich gebe euch an alle, alles an euch ab. Aber schreibt auch runter in die Kommentare. Helft euch gegenseitig. Guckt rein, was die anderen brauchen. Guckt rein, ob ihr was braucht. Schreibt runter in die Kommentare. Helft euch. Einzelne Personen können besser helfen als ich an der Masse. Das waren aber heute wieder mal eine Menge Trades. Guckt mal, ich scrolle. Und ich zähle mal noch nicht dazu, die ich canceln musste, weil die leer waren. Guckt euch das an. Alles Pending. Das sind alles neue. Jetzt kommen erst die alten. Aber ich habe gefühlt, die Liste wird langsam kleiner, oder? Ich habe auf jeden Fall viele heute abgearbeitet. Puh, das waren so einige Trades heute. Gebt einen Daumen hoch für fettes Giveaway, Teil 2. Nächste Woche geht's weiter. Noch mehr Giveaways. Ich werde alle teure Items verschenken hier an euch. Haut Trades raus und gebt mir Flosse. Flop.